das eine ist Konsum und das andere ist etwas, mit was ich mich auseinandersetze. Das sind Farbbuch. Und wenn ich mich mit etwas, was ich, womit ich mich auseinandersetzen soll, einfach nur konsumiere, dann passiert keine Auseinandersetzung, sondern nur einen Kauf nehmen und eine Bewertung, das nur oberflächlich ist. Und das hat mit Kunst nichts zu tun. Ich fühle mich wie ein erwachsenes Neugeborenes. Für wie lange eigentlich schon? 2 Wochen. Sie sei meine Frau. Und Sie sind sich dessen sicher? Ganz sicher. Alles ist vorhanden. Nur ich nicht. Mein Ich ist verschwunden. Wie wunderbar! Das bist du. Das ist einer deiner Lieblingssätze. Ist das etwas Physisches zwischen uns? Schützt sich durch Unwissenheit, als würde er vor der Wahrheit fliehen. Für Lisa, meine Frau, mein Gewissen, mein schlechtes Gewissen, meine Liebe von dem, der sie anbetet, sie aber nicht verdient. Gibt es so ein Gästezimmer? Nein. Aber eine Couch als Notlösung. Notlösung. Jetzt schau mich nicht so an, du weißt, dass es immer bei mir zieht. Wo hatte ich meinen Unfall? Dort. Du hast das Gleichgewicht verloren. Kleine Ehebrecher. Und von nun an werden die beiden Feinde im Namen der Familie alles rechtfertigen. Die Familie als Gipfelpunkt ihres Schwindels. In diesem Kampf ist alles erlaubt. Manien, Krankheit, Taubheit, Gleichgültigkeit, Verkalkung. Und wer zum Schluss den anderen beweint, der hat. Ich habe mich entschieden zu schweigen und dich erzählen zu lassen, wie du mich gerne hättest. Ich erinnere mich an alles. Ich hatte nicht mein Gedächtnis verloren.